63 Sterne und 64. Eine Kometenmünze und Sternteilis. Münzis. Und eine neue Route wird frei. Und ein Schabernack-Komet taucht auf. Oha. Den mache ich jetzt sofort, weil mir die aktuelle Welt nicht so gefällt. Den mache ich dann danach wieder. Ich mag das nicht. So, was könnte das denn hier jetzt für ein Schabernack-Komet sein? Auf Zeit wahrscheinlich. Ah, ich glaube, der wird auf Zeit gehen. Alarm, Alarm. Er leuchtet den Weg zu den lila Münzen? Das lila Münzen sammeln? Ja, wahrscheinlich auf Zeit. Aber das wird schon. Das kriegen wir schon hin. Yes. Nicht auf Zeit? Na göttlich. Nicht auf Zeit, nicht auf Zeit. Das freut mich. Kann ich hier ein bisschen chillen? Und das ganz nach freiem Willen. Dum 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 dum. Da sind wir wieder. Und jetzt machen wir hier weiter. Wir leuchten ein bisschen heller. Oh fuck. Oh fuck, 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 fuck! Oh Gott sei Dank! Was ich mir dabei gedacht habe, erklärt mir bitte mal jemand einen anderen mal, hier so eine enge Kiste draus zu machen. Ich glaube, der Trick in jeder Welt ist es einfach, immer nur ein paar Münzen einzuholen, anstatt sofort alle, die an einer Ecke sind. Und dann kann man mit dem nächsten Ding, das man findet, einfach noch ein Meterchen zurückgehen oder so. Und dann steht man auch nicht so unter dem Zeitdrang, den die Dinger versuchen aufzubauen. Ist hier irgendwo mal ein Schild, das mir sagt, wie viele ich bisher haben müsste? Schilder habe ich eigentlich bisher immer alle sehr genossen. Aber scheinbar bleibt mir das hier vergönnt. Bleibt mir vergönnt. Wie doof. So, dann nehmen wir mal hier ganz vorsichtig alle mit. Ah, ich hasse das, wenn es am Ende ein Glücksspiel ist, ob man alle hat oder nicht. Aber Glücksspiel ist es nicht, man kann ja die Augen auflassen, aber ich bevorzuge es einfach, wenn zwischendurch auch Hinweise da sind, wie viele man nun hat von denen, die man haben sollte. 793 habe ich jetzt erst. Na, dann wünscht mir mal Glück. Wünscht mir mal... Ich sehe nur noch drei. Und ich brauche nur noch drei. Das sieht gut aus. Danke, dass ihr mir Glück gewünscht habt. Das ist der nächste Stern. Friss ihn, Yoshi. Okay, friss ihn nicht. Sammle ihn ein. Das war der nächste Stern. Und glänzte er auch noch so fern. Trotzdem habe ich ihn sehr gern. Denn er ist mein Lieblingsstern. Hat auch keinen Rosinenkern. Welt 3, Bowsers Schloss, Schabernack-Komet. Ja, Ball. Den mache ich. Den mache ich. Den mache ich. Weltenkarte. Welt 3. Jawohl. Ich komme. Und auf der anderen Seite raus. Und da ist der Schabernack-Komet. Jawohl. Er kann nicht Bowser Juniors Angst am Adama gerne haben hier. Wir haben nämlich jetzt den Schabernack-Kometen. Ja, ist der Risikokomet, Pressluft-Terrapan. Risikokomet, sprich, ich habe nur ein Energieding, nehme ich an. Werde ich direkt beim Boss rausgelassen? Ich glaube, ich lande jetzt einfach direkt beim Boss und habe nur eine Lebensenergie. Das ist schon mal direkt beim Boss. Na du, Bock auf eine Rückrunde? Wenn ja, dann steck mir die Faust entgegen. Okay, wie du willst. Hast du nicht genug? Ich werde dich von meinem gemütlichen Cockpit aus fertig machen. Nee, ich bin nur wegen dem Schabernack-Kometen hier. Der große Stern, den hab ich schon. Und da ist wieder der Roboter mit den Möpsen.
Anders kann man die Dinger nicht nennen. Muss man ja auch mal sagen können, wie das hier. Oh. Und ich nicht mehr zum zweiten Treffer ausholen. So, hier, auf die Brust. Biu, biu. Oh, den hast du gut erwischt. Was hast du mit dem vor? Den weichst du mal gar nicht aus. Also kann man das auch machen. So, jetzt muss ich auf die andere Seite. Und der Energiewelle, die hier kommt, ausweichen, glaube ich. Dabei den hier schlucken und peng! Piu, piu. Und er dreht sich. Piu, piu. Aber ich gehe wieder auf die andere Seite. Piu, piu. Und peng! Treffer! Da liegt der Rasen. Der Roboter macht verdammt geile Geräusche, finde ich. So. Und Peng! Aufs Cockpit, Treffer versenkt. Dio, dio. So, den ersten einfach zurückpfeffern und jetzt den hier ausweichen. Und Peng! Oh, das war's schon. Haben wir das souverän gemeistert. Da bleibt kein Wunsch offen hier. Baby Bowser wurde wieder platt gemacht. Hehe. Hä? Wollen jetzt nur noch den Stern holen? Wo ist denn hier so ein Schussdingi? Da ist ein Schussdingi. Piu! Dum, dum, da, 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 dum. Und ein weiterer Stern. Da, 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 da. Kommt jetzt gleich aufpassen. Sag ich doch. Und kein weiterer Schabernack-Komet. Das heißt, ich muss in die Welt zurück, die ich nicht mag. Die ich nicht mag. Die Welt, die ich nicht mag. Und zwar die hier. In die Glitzerstrand-Galaxie. Sträubt es mir, hinzugehen. Aber ich mache es trotzdem für euch. Rauf auf den Wolkenturm. Mhm. Und das ist der Wolkenturm? Wolken Mario? Ist das jetzt ein Witz? Das wird doch einfach. Denke ich mal. Yes. Naja. Vermutlich ist die einzige Schwierigkeit, dass Wolken Mario sich im Wasser auflöst. Aber das kriegen wir zumindest. Hier schnell ein paar Sternteile mitnehmen, wovon ich massenhaft verfehle. Oh, der will mich hochwerfen. Das ist ja nett. Wuhu! Wenn wir uns auch hier die Sternteile einsacken. Und die Gegner sind hier teilweise weg. Wo sind die nur hin? Oha, hier so einer. Den musste man noch irgendwie austricksen. Ich weiß nur nicht mehr, wie das ging. Irgendwie an den Rand bringen. Und dann kannst du ihn rausholen und es Geld sagt. Mit ganz viele Sternteile. Oha, da ist ja noch so einer. Ja, da freue ich mich doch. Wird hier erstmal zugeschüttet mit Sternteilen. Kann ich noch hier den Block in den Boden stampfen. Ach, nur drei. Ist das schon enttäuschend. Dann mal los. Fitzbold. Hätte auch ins Auge gehen können. Oh, hier ist ein Bonus, weil ich vorhin ignoriert habe. Was die denn alle in Zeit schaffen? Ja, nicht mal die Stampfe. Könnte nicht mal. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Jetzt haben wir hier jetzt Sternteile.
So. Und weg da. Einfach nicht gemacht. So, wieder drei Sternteilis. Und irgendwo hier muss ich jetzt mal Hinweise finden, wie es weitergeht. Oh, Münzis. Münzis, 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 Münzis. Wuhu. Ja, komm, werf mich hoch. Und was haben wir hier drin? Aha. Hey, du sollst den Block reinstampfen. So, genau. Jetzt kann ich mich mal eigentlich dem Turm widmen und ein bisschen versuchen, dahinter zu kommen, was es da zu tun gilt. Kannst du mir was sagen? Ja, ja, hör auf, wütend zu sein. Da funkelt etwas um in den Wolken. Hm, was das wohl ist? Du bist mir sehr nützlich. Oder kann ich vielleicht auf den Wolken bleiben? Auch ohne, dass ich Wolken-Mario bin? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Spielmechanismen waren. Ne. Das war nichts. Aber wo kriege ich Wolken-Mario? Aha. Lass mich in Ruhe. Ich muss Wolken-Mario irgendwo finden. Hast du Wolken-Mario gesehen? Nein? Schade. Ha. Vielleicht ist da unten jetzt irgendwas im See. Ist die Tür da offen? Sieht so aus, wie als wäre die Tür da jetzt offen. Tatsache. Na dann. Geht's ja da wohl jetzt rein. Und da dann hoch. Sehr schön. Und hier ist ein Schuss-Dingsy. Wo mich das nur hinführt. Ganz nach oben hier. Und was ist hier? Eine Wasserpistole, die ich wahrscheinlich hiermit aktiviere. Oh, nee, ich lasse ein Wolkendings hier erscheinen. Und aktiviere hier das Ding. Und das schießt mich wohl zum Wolkendings. Jupp. Na, wie praktisch. Oha. Und auf vielen Dingern kann ich jetzt durchs Wasser gehen. Habe ich gerade zufällig entdeckt. Das ist ja sau praktisch. Ohne die wäre ich wohl verloren gewesen. Schon sau praktisch, wenn man nicht verloren ist. Weiter hoch bringen die mich hier aber nicht, okay? Brauche ich auch im Lebtag nicht. Und geholt. Da 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 bom. Dumm. Palatschin. Hoffentlich war es der letzte Stern neben dem Schabernack-Kometen, den ich in der Welt finden kann. Habe ich irgendwas mitgebracht? Ach ja, so ein Typi aus der Welt, die wohl jetzt hier auftauchen. Gucken wir mal. Ja, was hast du denn da Sonderbares mitgebracht? Deine wolkige Blume? Hatte ich die noch nicht mitgebracht? Naja, dann habe ich sie jetzt mitgebracht. Mein Spiel wurde gespeichert. Wolkige Blume. So, habe ich Post? Nein. Und weiter geht die Reise. In Richtung Bowsers Schloss. Mit der Kraft meiner 40 Sterne öffne ich das. 40 Sterne, wo ich hab 67. Bowsers Schwerkraft-Parcours. Oha! Oha!
Oha. Rosas Schwerkraft Schlamassel.